Hallo ihr Lieben, schön, dass du wieder dabei bist. Heute mache ich eine außergewöhnlich leckere Torte. Ja, die Torte sieht nicht nur außergewöhnlich aus, sie schmeckt auch ganz besonders gut. Sie ist sehr zart und ein wenig knusprig. Sie zergeht buchstäblich auf der Zunge. Es ist ein derartig guter Geschmack, das lässt sich so mit Worten gar nicht wiedergeben. Ich empfehle euch, dieses Video mal anzuschauen und die Torte mal nachzumachen. Ich wünsche euch viel Freude dabei. Für den Boden brauchen wir 3 Eier, 150 Gramm weiche Butter oder Margarine, 150 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker, das sind 8 Gramm, 180 Gramm Mehl, ein gehäufter Teelöffel Backpulver, das sind 8 Gramm, und 2 Esslöffel Backkakao, das sind 20 Gramm. Zuerst gebe ich den Zucker in eine Rührschüssel und auch die weiche Butter oder Margarine gebe ich auch gleich dazu. Ich mache den Teig mit dem Handmixer und mixe jetzt auf der höchsten Stufe, bis die Butter mit dem Zucker sich so verbindet und der Zucker sich so ein wenig auflöst. Jetzt gebe ich jedes Ei einzeln dazu. Mixe dazwischen immer schön kräftig, damit das Ei sich mit den anderen Zutaten gut verbindet. Und danach gebe ich erst das andere Ei dazu. Das Backpulver und den Kakao gebe ich jetzt zum Mehl und vermische es miteinander. Dann siebe ich diese trockenen Zutaten zu der Teigmasse dazu. Bevor ich jetzt weiter mixe, rühre ich erstmal so ein bisschen hin und her, damit die trockenen Zutaten sich ein wenig mit den anderen vermischen. Und dann mixe ich auf höchster Stufe weiter, bis ein schöner einheitlicher Teig entsteht, keine trockenen Zutaten mehr zu sehen sind und sich alles gut miteinander verbindet. Der Teig ist jetzt fertig. Ich habe jetzt noch etwa eine Minute weiter gemixt und jetzt kann ich den Teig in die Kuchenform geben. Wenn ich den Teig soweit gerade gestrichen habe, stelle ich ihn jetzt in den Backofen rein für 30 Minuten. Nach 30 Minuten nehme ich den Kuchen raus und lasse ihn hier auf dem Kuchengitter noch 10 Minuten stehen. Für die Eiweißmasse brauche ich 3 Eier, davon nur das Eiweiß. 'Wenn das Eiweiß so beginnt zu schäumen, dann nehme ich 150 Gramm Zucker und gebe die so nach und nach dazu. In der Zeit lasse ich die Maschine so langsam weiterlaufen. Nach etwa 10 Minuten ist die Eiweißmasse dann fertig. Die muss so schwer vom Schneebesen fallen oder gar nicht und so Spuren hinterlassen. Aber nach 10 Minuten ist es eigentlich gut. Ich habe mir hier einen Spritzbeutel fertig gemacht und hier gebe ich die Eiweißmasse jetzt rein. Ich habe mir hier schon ein Backblech fertig gemacht und hier gebe ich jetzt so kleine Spritzer drauf. Den Backofen habe ich bei 100 Grad vorgeheizt
Und die stelle ich jetzt in den Backofen für etwa eine Stunde. Die Eiweißtupfen habe ich jetzt bei 100 Grad eine Stunde lang im Backofen gehabt und habe dann nachher den Backofen geöffnet und nur so einen Spalt offen gehabt, bis die dann abgekühlt sind. Jetzt sind sie schon fast kalt. Jetzt kann man das Blech schon anpacken und jetzt kann ich die auch schon weiter verarbeiten. Für die Creme brauche ich 250 Gramm weiche Butter, eine Dose gekochte gezuckerte Kondensmilch, das sind knapp 400 Gramm, und 175 Gramm Frischkäse. Zuerst werde ich die Butter mit dem Handmixer aufschlagen, bis sie etwas heller wird. Wenn die Butter etwas heller geworden ist, gebe ich die gezuckerte Kondensmilch 11 Esslöffelweise dazu und mixe dann weiter. Wenn sich die Butter mit der gekochten Kondensmilch so verbunden hat, gebe ich jetzt auch den Frischkäse dazu und gehe noch einmal mit dem Mixer rein und vermixe alles, bis eine einheitliche Menge entsteht. Wenn sich alle Zutaten schön miteinander verbunden haben und die Creme so schöne Konsistenz bekommen hat, dann ist er auch fertig. Der Boden ist inzwischen auch abgekühlt und ich schneide ihn jetzt in der Mitte einmal durch. So sieht er jetzt von innen aus. Die obere Hälfte lege ich mir zur Seite und die untere Hälfte gebe ich jetzt hier auf eine Tortenplatte. Den oberen Boden schneide ich mir in kleine Würfel. Zuerst gebe ich jetzt einen Teil der Creme auf den unteren Boden. Jetzt nehme ich von diesen Würfeln, tauche die in die Creme ein und drehe die so in der Creme ein bisschen. Dann gebe ich die hier auf die Mitte. Wenn ich so einen Teil von diesen Würfeln in der Mitte auseinandergelegt habe, schiebe ich jetzt überall diese kleinen Eiweißtupfen dazwischen. Wenn ich dann so eine Schicht von diesen Zuckertupfen drauf gemacht habe, gebe ich jetzt wieder eine Schicht von den Teig, von den Kuchenwürfeln dazu. Tauche die wieder in die Creme ein. Drehe die so ein bisschen und gebe die hier oben drüber.
Wenn ich dann wieder so eine Schicht von dem Gebäck drauf gemacht habe, gebe ich jetzt wieder diese Tupfen drauf. Und zwar gebe ich jetzt überall welche drauf, wo Platz ist. Einige Würfel habe ich noch und die gebe ich jetzt hier oben drauf noch. So, ich habe jetzt die ganzen restlichen Würfel noch drauf gegeben und ich habe immer noch ein bisschen Creme über. Die gebe ich jetzt auch hier oben drauf. Und ich habe auch noch von diesen Eiweißtupfen welche. Die werde ich jetzt hier auch oben drauf auf die Creme geben. Beklebe einfach die ganze Creme jetzt noch mit den restlichen Eiweißtupfen. Ganz zum Schluss habe ich noch 100 Gramm Schokolade in der Mikrowelle aufgelöst. Da könnt ihr auch im Wasserbad die Schokolade auflösen. Und die gebe ich jetzt hier drüber. Schneide mir zuerst hier so eine kleine Spitze ab und dann mache ich heute so Runden. Die Torte ist jetzt soweit fertig. Bei mir wird sie über Nacht im Kühlschrank stehen. Es genügen aber auch 4, 5 Stunden im Kühlschrank. Dann kann man die auch schon anschneiden. Wenn man möchte, kann man jetzt noch Walnüsse draufgeben oder irgendwelche anderen Nüsse draufstreuen. Ich werde es diesmal so lassen, ohne die Nüsse und stelle die so einfach nur kühl. Morgen schneiden wir die dann an und dann zeige ich euch, wie die im Anschnitt aussieht. Von euch werde ich mich dann jetzt auch verabschieden. Ich danke euch, dass ihr dabei gewesen seid. Bleibt auch weiterhin dabei. Macht diesen guten Kuchen mal nach. Ich denke, euch wird er auch sehr gut schmecken. Es ist ein bisschen was Außergewöhnliches, aber was sehr, sehr Leckeres. Ich sage dann an dieser Stelle bis zum nächsten Mal.